Hallo Schalker. Ja, hallo Schalker, hallo Abi. Hallo Dennis. Liebe Kia Sportfreunde, willkommen zum nächsten Abis Autotalk aus dem schönen Kia Sportage hier. Wir sind auf dem Weg zur Arena und wir erwarten den nächsten Gegner, den VfB Stuttgart, einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt. Abi, du hast dir die Stuttgarter angeschaut, du hast das Spiel analysiert, wie meinst du? Angeschaut haben wir uns sie schon und die haben natürlich jetzt nach langer Zeit auch mal 3-0 gewonnen und man hat da auch gesehen, dass sie schon ein bisschen Qualität haben. Ja. Mhm. Unsere Truppe hat natürlich super in Berlin gespielt, das muss man einfach sagen. Leider wieder aber zu Null, aber die Null steht. Und Stevens hat ja auch immer gesagt, die Null muss stehen. Unser großer Trainer und unser großer Pokaltrainer. Er hat immer gesagt, die Null muss stehen und es war auch super, wenn der das immer gesagt hat. Nur wir haben dann aber auch nicht vergessen, Tore zu machen. Ja, und dadurch haben wir natürlich jetzt hier ein bisschen Schwierigkeiten, weil wir einfach zu wenig Tore machen. Ja, jetzt haben wir auch noch ein paar Ausfälle. Unsere Verletztenliste wird länger. 3 Außenverteidiger fehlen. Ja. Dann haben wir mit Tim Starke und unserem Kollegen Usuki fehlen uns auch 2 Offensivkräfte. Ja. Das heißt, wir defensiv haben wir wohl nicht der ganze Kader zur Verfügung. Ja gut, aber das ist eigentlich egal jetzt, verstehst du? Das ist ein Spiel, es geht um Leben und Tod, sage ich einfach mal. Absolut. Also wenn du das Spiel hier nicht gewinnst, dann gibt es richtig Schwierigkeiten. Also wir haben jetzt 2 schwere Spiele oder 2 Spiele, die wir gewinnen müssen. Das ist einmal Bochum noch dazu und eben Stuttgart. Und ja, vielleicht können wir dem Labbadia ja wirklich mal einen einschenken, weil er wollte ja nicht nach Schalke als Trainer kommen. Vielleicht sind das schon mal 2 Möglichkeiten, die Stuttgarter damit zu bestrafen, zu sagen, also so, Labbadia wollte nicht zu uns, dann werden wir dir mal zeigen, warum du hier nicht hingekommen dann bist. Dann legen wir dir mal schön dann ein Ei legen ins wir Nest. Dir schön mal schön 2 Eier ins Nest. Ja, sagen also da so. Wäre ich auch definitiv für. Weil wenn du mal siehst, da sind ja jetzt wirklich 6 Punkte spielen, wie wir dazu klassisch sagen. Und dann 2 6 Punkte spielen hintereinander, dann kannst du sagen 12 Punkte. Also es muss, ein Sieg muss her, egal wie, meine Freunde. So ist es. Dennis, egal wie, diesmal müssen wir zu Hause gewinnen. Mit 0-0 kommen wir nicht mehr weiter. Ja, das bringt uns nicht nach vorne. Nein, das ist zu wenig und das wissen wir alle. Und deswegen hoffe ich, dass wir heute mal wirklich Gas geben und dass wir das Spiel gewinnen. Und wenn es nur 1-0 ist, ist mir egal. Also Jungs, dann lasst mal die 0 stehen hinten. Jawohl. Vorne muss geknipst werden, ganz klipp und klar. Es Jawohl. Geht hier um richtige Punkte. Grüß Abi, dich, Dennis. Dann wünsche ich uns ein schönes Spiel. Jawohl. Und Schalkern alle ein Sieg, dass es ein richtiges Fußballfeld fest wird heute Abend. Und dann, wie gesagt, nur der S04, meine Freunde. Glück auf. Glück auf.